Sie strebt nicht nach dem Massengeschmack. Christa de Garouge entwickelt einen ganz eigenen Stil und sorgt damit international für Aufsehen. Ihre Kreationen sind inspiriert von langen Reisen nach Japan, Nepal und Tibet. Mit Nomaden als Vorbildern. Die Kleider sollen Geborgenheit vermitteln und sind für Christa de Garouge weit mehr als bloß Mode. Mir ist wichtig, einen Stil zu machen. Ein Stil wie ein Haus, wie Architektur, wo bleibt, wo sich verändert mit der Zeit, aber bleibt. Nach ihren Anfängen als Grafikerin zieht sie 1965 nach Genf. Im Vorort Garouge eröffnet sie später ihre erste Boutique und wird von Christa Fuhrer zu Christa de Garouge, die neue Maßstäbe in der Modewelt setzt. Sie war außerordentlich offen, sie war sehr fantasievoll, aber sie war auch sehr, sehr exakt in der Ausführung. Die Qualität der Stoffe und auch die Robustheit der Stoffe ging ja über alles. Später arbeitet de Garouge in ihrem Laden in Zürich, bis sie sich mit 77 aus dem Modebusiness zurückzieht. Die Endlichkeit des Lebens fürchtet sie nicht. Ich habe überhaupt keine Angst, will ich sagen heute. Ich habe ein tolles Leben gelebt. Ein zufriedenes Leben, ein kreatives Leben. Und ich will auch kreativ gehen. Das bleibt von Christa de Garouge in Erinnerung. Kreativität, ihre Liebe zu Schwarz und ihre schlicht elegante Handschrift in der Modewelt.